Aua! Scheiß Reh. Hey, du! Ja, du! Hast du Wasser im Schädel? Oh! Diese Temeria, alle... Soll ich dir was schaffen? Was hast du im... Ja, genau. Das war der. Wo ich ja auch ganz gute Preise kriege bei dem. Was krieg ich bei dem? Ja, auch 333. Die Scheiße. Die haben alle nicht viel Kohle. Okay. Cool. Bis dann. Verdammtes Wetter. Genau, und der war jetzt ja genau hier drunter. Okay. Dann war hier hinten noch einer oder so? Weiß ich nicht. Aber es kann auch sein, in Ochsenfurt war doch auch noch einer, glaube ich. Aber es mir nicht. Reicht's mit dem Leben. Brauchst du etwas, Meister? Schon wieder Regen, verdammte. Gut. Ein bisschen verkauft haben wir ja. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier so ein Quest? Also, Skellige wäre auf jeden Fall noch am Start, am Stissel. Spukhaus hätten wir noch. Auf der Fährte, die schwarze Perle. Ja, wir sind ja jetzt Level 14, also nur ein Level geschafft quasi mit den ganzen Sachen. Besiege die Ghule. Ja, da ist es weiter unten. Jo, hier haben wir ja schon ein bisschen was gefunden. Wolfenschulen Ausrüstung Teil 4, ey. Cool. Ja, das ist hier noch ja, komplett overpowered hier. Finisher-Schemas für alle. Ah, 5 von 7 haben wir da jetzt. Fliegender Hirsch. Durchsuche das Wrack. Fliegender Hirsch. Okay. Hm. Ja, mal. Tja. Also ein bisschen haben wir noch auf jeden Fall. Können wir ja nochmal Spuk ausbauen, das ist Level 7 hier. So, nicht. Das wird ja direkt schnell hier. Okay. Götter, verdammtes Ich habe gerade erst die Wäsche aufgehängt. Du genießt den Respekt der Straße, Hexer. Kohle streben wird man bei Regen. Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. Hexer, Hexer! Corinne, sieh nur, wer da ist. Hm, ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Cool. Naja.
Wüste hätten wir hier noch. Besiege den Eisernen Mortimer. Ah, da würde ich glaube ich erstmal ein bisschen höher sein wollen. Die schwarze Perle ist hier noch. Das ist ja ein Skellibär. Sieh dich vor der Gosse an. Ich habe doch gerade erst die Wäsche aufgehängt. Rettet uns vor dem Bösen! Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elanda zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen, bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Okay, entschuldige. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber ach, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt. Scheint was Großes zu planen. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden.
Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Diese Selyse, wo finden wir sie? Das hat doch schon gesagt. Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faroe, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Die haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spaß auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Tu, was du für richtig hältst, Lambert. Ich bin nicht hier, um Moralpredigten zu halten. Tu, was du für richtig hältst. Es gibt nur eines, was schlimmer ist als kaltblütiger Mord. Heuchelei. Informanten! Rassisten! Spitzel! Vienne, zum Teufel, was ist los? Sie sind hinter mir her, Waren. Ich hab dir gesagt, dass es so kommen wird. Früher oder später. Nessa Teat. Scheiße. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Lambert, lass uns darüber reden. Nein. Das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Kamerad? Glaube ich an mich. Deine Augen. Bist. Wirklich merkwürdig. Wollt ihr noch die Sachen haben, ja? Wein, Wein, raus. Ich will Wein, verdammt. Hm? Ich hole noch einen raus. Also, ich glaube, wir müssen als nächstes nach Skellige. Reicht's mit dieser Arbeit. So. Du bist Chase. Und lasst euch hier nie wieder blicken! Okay.
Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramse dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Nett. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Mir bleibt keine Wahl. Macht schon, verdammt nochmal! Bitte, überlasst ihn mir! Ah, genau wie in alten Zeiten, was? Ja, als hätten wir Werden nie verlassen. Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Zehn Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren, offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Sultan, bitte. Du willst die Frauen aufsuchen, die Rittersporn in letzter Zeit umgarnt hat? Die dürften mittlerweile recht wütend sein. Hast du eine bessere Idee? Außerdem ist Rittersporn eine Plaudertasche. Bestimmt wissen sie, was er so getrieben hat. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst.
Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Aus den besten Weingärten. Jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Johann Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der sieben Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Wieder zwei Hemden, nice. Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Boah, okay. Nee. Das finden wir alleine raus. Da die ganzen Frauen, ne? Schauen wir mal. So, warte mal. Die Läuse fressen. Kann ich das jetzt hier aufstellen? Was guckst du denn so? Okay, Nummer 1 ist da unten. Junior sagt, du hast vereinbart, ihm mit. Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht! Hilfe! Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Halt dich da raus, Graukopf! Nicht dein Problem! Vespula hat jetzt einen anderen Beschützer. Ach, und der wäre? Ich. Mein Preis war besser. Na schön. Mal sehen, ob du ein Schnäppchen oder ein Reinfall bist. Ihr Schweine! Greift ihn von hinten an! Jetzt alle gemeinsam! Er hat ihn umgebracht. Blut besudelt. Alles. Die ganze Arbeit. Umsonst. Dank mir nicht. Es war nicht der Rede wert. Versteh mich nicht falsch. Ich bin dankbar, aber was ich hatte, habe ich alles verloren. Schon gut. Das kann man auswaschen. Natürlich. Man muss es nur in weißem Essig einweichen. Aber das ist nicht der Punkt. Das wird Junior mir nicht verzeihen. Entweder mache ich den Laden selber zu, oder er brennt ihn nieder. Tut mir leid. Daran habe ich nicht gedacht. Das Los der Frauen. Die Männer amüsieren sich, die Frauen kehren die Scherben auf. Tja, ich muss wohl nach Ochsenfurt ziehen. Professoren brauchen ja auch saubere Wäsche. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir kennen uns. Tja, ich... Doch, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, auf dem ich fast die Vase zerschmettert hätte, als... Naja. Als du Rittersporn rausgeworfen hast. Vom Balkon. Er ist übrigens der Grund meines Besuchs. Weißt du, wo er ist? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan. Der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das Gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann? Keine Woche später fand ich ihn am Hafen... Mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich habe ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen.
Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen? Oh, alles Mögliche. Wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Diese Frau, mit der er am Hafen war, wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Danke für deine Hilfe. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Gesammelt. Oh, gibt aber ordentlich EP, ey. Muss ich ja sagen. Wir sind jetzt schon fast Level 15. Also, die andere ist gleich hier drüben. Sicher auf jeden Fall. Und gleich mal schneidet hier einsam. Sieht ja gut aus hier. Willkommen, willkommen. Immer herein. Hallo. Hast du hier noch irgendwas? Okay. Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist das. Warte kurz. Okay. So besser? Du bist also Elihal. Hast du mit Rittersporn, ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts, in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Eigentlich will ich gar nicht wissen, was dann passiert ist. Hör doch auf. So betrunken war er nicht, dass er das nicht gemerkt hätte. Außerdem interessieren mich Männer nicht. Hab ihm das auch gleich gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden.
Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber, ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Mhm. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Wusste ich doch. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Und die brauche ich irgendwann anscheinend. Ja, so ein weißes Hemd. Ja, nice. Ah, dafür kriege ich, glaube ich, mehr. Okay. Schwimmen wir gegen den Karten. Ich will Karten spielen. Bin ich doch in die Hauptquest abgerutscht. So ein... Nice.
Das würde ich, glaube ich, gerne mit dem... Okay. Jetzt muss er erstmal ein bisschen spielen. Sollte reichen. Ah, schön ist da dann. Ja. Reicht. Zack. Jo. Schön. Ich bin irgendwie so müde. Was? Weil wir sind jetzt fast Level 15. Wenn wir mit den drei durch sind, sind wir vielleicht schon fast Level 16. Heftig. Ich bin für die Liebe wie geschaffen. Also, wir verneigen uns sagen? Im Gebet vor dem ewigen Feuer in den Garten. Wir bleiben unsere Schützer. Was willst du? Ich bin der neue Koch. Und diese spitzen Dinger auf deinem Rücken sind deine Küchenmesser? Verschwinde, Vagabund! Es stimmt, was man sagt. Barten sind Faulpelze und taugen nichts. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Du stehst auf Männer wie mich, das weiß die ganze Stadt. Also spiel nicht die unnahbare Schnucki. Herren war Adre für dich. Und ich befehle dir zu verschwinden, Schnucki, bevor ich Papa hiervon erzähle.
Wer bist du? Was willst du hier? Antworte sofort oder ich rufe die Wachen. Tut mir leid, mich reinzuschleichen, Fräulein. Ich bin Geralt, ein Freund des Barden Rittersporn. Geralt von Riva? Der berühmte Hexer aus den Balladen? Was treibst du hier, Vagabund? Wie bist du reingekommen? Bei der großen Sonne, ich habe niemanden reingelassen, edle Dame. Ruhe. Lass mich das machen. Hüte deine Zunge. Dies ist Frédéric Francis de Bergerac, der neue Schwertkampflehrer, nicht? Zeig ihm den Übungsraum. Ich bin gleich da. Aber Fräulein, er hat behauptet, er wäre Koch. Er ist ein Betrüger. Siehst du, Frédéric? Sagte ich nicht, du solltest mit den Wachen keine Späße machen? Sie haben überhaupt keinen Humor. Nun, bring Meister de Bergerac in den Übungsraum. Schnell! Jawohl, Fräulein. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Schnapp dir ein Holzschwert. Und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschafter kennen. Komm mit. Mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nimm dir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Ja, das ist immer auf den Rücken hat, ja. Dann bist du schnell! Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Mit dem anderen töte ich anderen. Verdammt! Gut gekämpft! Du bist viel besser als der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Ich bin ein Hexer. Ich suche... Ein Hexer? Fantastisch! Ich wollte schon immer einen Hexer treffen. Wie aufregend! Und wie... Aber darüber müssen wir ein andermal reden. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein... Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche! Hör auf zu prahlen und kämpf! Fehler! Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Verdammt, bist du schnell! Hör auf zu prahlen und kämpf! Verdammt! Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden.
Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Tut mir leid, ich komme da nicht mit. Da bist du nicht der Erste. Lass mich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich durfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Gebildete junge Damen wie ihr wissen doch sicher jede Menge über Politik. Wir haben dies und das aufgeschnappt. Was willst du wissen? Anderes Thema. Das ist uns jetzt egal. Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt! Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Wir wollten die Gräber berühmter Professorin von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Bardin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Aber wer weiß, der Bade hat sie vielleicht erfunden, um uns eifersüchtig zu machen. Erbärmlicher Chorknabe. Das hat auch geklappt. Du bist schon beim Reden darüber ganz rot geworden. Und du wirst erst rot, wenn ich dir die Augen auskratze. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast? Sag mir Zeit und Ort. Morgen hier? Gleiche Zeit wie heute? Gut. Bis dann. Bis dann, Meister Hexer. Ein paar Verbindungen in die höheren Preisklassen zu haben, ist ja wahrscheinlich nicht so schlecht. Selbstsüchtige Wichser allesamt. Alles Gute.
Schade, dass wir nicht so viele Einträge dann ins Bestarium kriegen, wenn wir die ganzen Bücher hier so lernen. Ich hätte gern mehr Einträge. Sturm, verdammt. So, nice. Haben wir die auch abgegrast? Wir haben jetzt hier das mit dem Fechtunterricht. Wie spät haben wir es jetzt? 9 Uhr morgens. Heutzutage geht man immer mit Schuhen ans Bett. Falls ihr das noch nicht wusstet. Bei Armen geht's immer bergab. Ich wollte gerade die Wäsche aufhängen. So. Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen, wir haben noch Unterricht. Ich warte. Es dauert nicht lange. Er kann leider doch nicht kommen. Mama, wo warum bist du? Nicht? Eine Ratte hat ihn gebissen und er hat Fieber bekommen. Wo ist er gebissen worden? Hat sehr weh getan? Muss er sterben? Du stirbst doch nicht von der Ratte. Und ob? Vor ein paar Tagen habe ich gesehen, wie ein Hexenjäger zu einem Mann, du Ratte, gesagt hat. Bist du ein Zauberer? Du lügst doch. Schluss jetzt. Wir sind für heute fertig. Nehmt eure Sachen und geht nach Hause.
Ob der Rattenfänger wieder gesund wird? Kann ich eine Hexerin werden? Nicht. Woher willst du das wissen? Mama sagt, er braucht nur einen Husten zu kriegen. Schon ist er im Grab. Und er hat Fieber. Mama sagt, ich soll nicht nach Husten gehen. Darf ich dich kurz sprechen? Ja. Was willst du? Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja. Der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein. Wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Vielleicht... Nein. Ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel. Darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Hast du ihn nochmal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold, er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen, also glaube ich, dass es vorbei ist. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Wow, dafür gibt es jetzt 135 Punkte. So, die letzte Molly hier. Oh, so ein Pech. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde! Geralt von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein. Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette. Ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Ja, wir hatten die Gelegenheit zu einem Gespräch, als der Kaiser mich nach Vysima zitiert hat. Hast du Ärger mit Var Emrys? Nein, dann wärst du längst tot. Ihr habt also gemeinsame Interessen. Aber lass uns woanders reden. Willst du meine Einladung annehmen und mir verraten, was dich hierher führt? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelbut. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Also, wenn Molly da ist, dann mal los. Der schnarcht immer noch. Plätze. Wo ist unser Sattel? Da war kein Sattel. Warum war da kein Sattel? Ich möchte einen Sattel. Was soll denn das? Ich bin noch nicht irgendwer. Wollte schon sagen. Da wären wir. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plötze genannt. Die graue Stute ist Cantarella. Von Kahir gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau. Schöne Farbe. Auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengst da. Nemrod. Reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Ist Molly ein Pferd?
Bitte? Eigentlich bin ich hier, weil ich Molly suche. Geduld, Hexer. Sie wird bald hier sein. Ich habe sie gebeten, zu uns zu stoßen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt hat. Es dauert gewiss nicht mehr lang. Das hängt davon ab, was du ihr aufgetragen hast, Herrin. Aber ich habe keine Wahl. Ich warte. Weißt du irgendwas über den Fuchs da oder den Braunen? Der Fuchs heißt Donner. Ein reinblütiger Redanier. Edles Ross. Aber zu eigenwillig für meinen Geschmack. Schwer zu beherrschen. Und der Braune stammt aus Serikanien. DeVolt hat ihn kürzlich gekauft. Ich weiß nicht viel über ihn, aber Serikanier sind bekannt für ihre große Ausdauer. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht, aus herrlich gegerbtem Leder. Warum nicht? Würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Bei den Serikanier, ne? Hab schon viel von serikanischen Pferden gehört. Ich nehme den Braunen. Ich reite nicht mit, aber dafür wette ich. Nimrod gewinnt. Der Reiter spielt keine Rolle. Dann nehme ich Cantarella. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an. Machen wir jetzt wohl ein Rennen. Band. Reiter, bereit? Nicht das Pferd schon! Noch mehr Treibgut aus. Komm schon! Beraubend. Ein famoser Sieg. Danke. Für jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich vorzüglich im Sattel gehalten. Mein Glückwunsch. Das ist deins. Überlegen, Rennsattel. Nein, dürfte ich wohl jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier. Die stämmige junge Frau dort, das ist sie. Sprich mit ihr. Und komm zu uns, wenn du nach Novigrad zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir zusammen. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Ich bin Molly, Herr. Du wolltest mich sprechen? Nenn mich Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Ohne Rittersporn wäre ich jetzt nicht hier. Er hat mir von euren Abenteuern erzählt. Wie er dich mit Liedern auf den Kampf einstimmt und wie er den Kairan mit seiner Laute gezähmt hat. Ich meinte das wörtlich. Ich bin wegen Rittersporn hier. Ich wollte dich fragen, ob du weißt, wo er sein könnte. Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Stell dir nur vor. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke?
für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen, aber seitdem ist er weg. Dir ist klar, dass Ritter Sporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt, so wie er ihre Sachen getragen hat und... Diese Pakete, könnten es Koffer oder Reisetaschen gewesen sein? Und dieses Mädchen, vielleicht eine Bardin? Ja, ja, jetzt weiß ich's wieder. Sie ist eine fahrende Künstlerin, kam übers Meer aus Kovir. Talentierte Familie, nicht? Enorm. Und auch sehr liebevoll, bin ich mir sicher. Wenn du nur wüsstest, Rittersporn hat sogar ein Gedicht für sie geschrieben. Für meine liebste Kalonetta oder so. Oh, so einen Bruder hätte ich gern. Danke, Molly. Warte. Bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Alle wollen was. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Echt jetzt? Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh. Das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Sie checkt nichts, ne? Diese Jugend heutzutage. Alle weich in der Birne. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Oh, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch irgendwas ist, aber... Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun dann los.